Wir befinden uns hier auf der B312 Reutlingen Richtung Stuttgart auf Höhe Markung Riederich. Wir sind alarmiert worden für einen Verkehrsunfall mit Rettung. Also die Entwarnungsmeldung von der Leitstelle war so, dass wir zu einer Rettung gerufen worden sind mit mehreren Personen. Also es war so, dass in den Fahrzeugen zwei Personen schwer eingeklemmt waren und diese sofort gerettet werden müssten. Wir sind vorgegangen mit unserem HLF 1612 mit Schere und Spreizer und haben dann uns mit dem Rettungsdienst abgestimmt, hier die Crashrettung vorzunehmen, weil die Person so schwer verletzt war, dass wir hier nicht mehr viel machen konnten, sondern sofort eine Crashrettung einleiten mussten. Zwei Personen waren eingeklemmt, eine Person wurde von der Feuerwehr Riederich übernommen und die andere wurde von der Feuerwehr Neckar-Tenzlingen übernommen. Es ist so, dass auf der Bundesstraße B312 immer mehrere Feuerwehren alarmiert wird. Je nach Stichwort und je nach Meldung könnte es sein, dass die Feuerwehr Riederich und die Feuerwehr Neckar-Tenzlingen bzw. die Feuerwehr Bimpflingen oder die Feuerwehr Metzingen alarmiert werden. Also die hohe Zahl an Kräften kommt zustande, weil die Anfangsmeldung relativ hoch war, da sehr viele Personen beteiligt waren. Ansonsten war das von 7 Personen wurde gesprochen und deswegen wurde hier die Anzahl der Rettungskräfte relativ hochgefahren. Schwierigkeiten gab es in der Rettung nicht, sondern wir haben mit Schere und Spreizer die Tür relativ gut aufbekommen, obwohl das Fahrzeug sehr stark verformt war. Wir konnten aber die Türe relativ schnell öffnen, sodass der Rettungsdienst die Person relativ zügig übers Beinbord retten konnte. Also insgesamt sind hier an der Einsatzstelle 110 Kräfte. Das heißt, wir sind von der Feuerwehr schon alleine 60 Einsatzkräfte. Es wurden 32 Rettungsdienstkräfte an der Einsatzstelle beordert. Die Polizei wurde ebenfalls noch mit 10 Personen an die Einsatzstelle gerufen und der Rettungshubschrauber war auch noch hier. Also es ist so, dass die B312 eigentlich ein hohes Gefahrenpotenzial hat. Es ist so, dass die Straße sehr stark frequentiert wird. Es ist aber auch so, dass die Unfallquote immer schwankt. Das heißt, es kann sein, es ist relativ lang nichts. Und dann kann es aber sein, dass wir wieder zu so einem schweren Verkehrsunfall gerufen werden. Also wenn auf dieser Straße ein Verkehrsunfall stattfindet, dann ist es immer schlimm. Also für die Einsatzkräfte momentan, sage ich mal, die sind noch ruhig. Sie haben ihre Arbeit professionell abgearbeitet. Wir werden nachher im Feuerwehrhaus noch eine Nachbesprechung machen. Es wird der Pfarrer bei uns vorbeischauen und wir werden dann noch eine kleine Ansprache machen, sodass die Feuerwehrleute nachher, sage ich mal, relativ entspannt aus dem Feuerwehrhaus nach Hause können. Also der Hund, der ist im Kofferraum geguckt. Der Hund war nicht verletzt. Er hat im Prinzip quasi nur einen Schock. Der wurde dann nachher der Feuerwehr Metzingen übergeben und die haben ihn dann ins Tierheim nach Reutlingen verfrachtet. Der Rettungsdienst wurde hier alarmiert auf die B312 zwischen Neckar-Tenzlingen und Riederich. Es wurde ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen. Und die Leitstellen Reutlingen und Esslingen, wir sind hier auf der Landkreisgrenze, haben sich in der Alarmierung abgestimmt und sind dann Kräfte aus Reutlingen und Esslingen hier die Unfallstelle angefahren. Also in der ersten Alarmierung sind wir von etwa 10 verletzten Personen ausgegangen. Deswegen wurden seitens des Rettungsdienstes auch entsprechend Rettungsmittel entsandt. Es kamen in der Primäralarmierung 3 bodengebundene Notärzte hier an die Einsatzstelle. Es wurden noch 2 Rettungshubschrauber alarmiert. Im Gesamten 6 Rettungswagen und 2 KDW sowie die Einsatzleiter Rettungsdienst aus dem Landkreis Esslingen und aus dem Landkreis Reutlingen. Also der Rettungsdienst war jetzt gesamt mit 32 Einsatzkräften hier vor Ort, 14 Fahrzeugen. Und wir hatten hier 8 Patienten zu versorgen. Eine Fahrerin hat den Unfall nicht überlebt, sie ist hier tödlich verletzt worden. Es gab dann noch einen Fahrer, der lebensgefährlich verletzt wurde. Der wurde hier im Landkreis Esslingen in eine Klinik transportiert. Und wir haben noch ein Kind in eine Klinik transportieren müssen, aus dem Fahrzeug heraus gerettet. Und 5 Patienten wurden durch unsere Notärzte hier ambulant versorgt und dann nach Hause gebracht. Es waren primär 2 Rettungshubschrauber alarmiert. Wir haben dann während dem Anflug eine Maschine abbrechen lassen. Es kam dann in der Folge zu keinem Transport mit dem Rettungshubschrauber. Der schwerverletzte Patient oder der lebensgefährlich verletzte Patient wurde dann bodengebunden in die nächste Klinik gefahren. Das war dann einsatztaktisch eine Zeitersparnis.
Von daher konnten wir einige Einsatzkräfte und Rettungsmittel auch wieder aus dem Einsatz frühzeitig entlassen. Ja, wir haben nach solchen Verunfallungen, nach solchen Szenarien, die sind auch für die Einsatzkräfte sehr beeindruckend natürlich. Wir besprechen uns danach immer noch mal über den Einsatzverlauf, bieten den Kollegen natürlich auch eine Hilfe an in der Folge. Aber generell geht es auch darum, im kollegialen Umfeld solche Einsätze auch zu verarbeiten und zu besprechen. Ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeit, über verschiedene Teams in der psychosozialen Notfallversorgung hier eine entsprechend qualifizierte Hilfe anzubieten. Ja, tatsächlich die B312 hier, dieser Streckenabschnitt zwischen von Neckar-Thailfingen beginnend bis nach Metzingen rein, ist eine unfallträchtige Strecke. Wenn man jetzt alarmiert wird und bekommt diese Information, dass es hier zum Verkehrsunfall gekommen ist, dann geht man schon immer von einem schlimmen Unfall aus und fährt natürlich entsprechend dann auch angespannt an. Und wie heute hat es auch wieder gezeigt, es war ein sehr schwerer Unfall, leider mit einer verstorbenen Person. Und das gehört mit zum Rettungsdienst mit dazu, leider. Es waren 3 PKWs am Unfall beteiligt, die beiden Fahrzeuge, die frontal zusammengestoßen sind. Und in der Folge ist noch ein dritter PKW mit einer Familie, 4-köpfig besetzt, auch noch in die Unfallstelle gefahren. Also das Szenario war entsprechend unüberschaubar anfangs. Wir haben da immer eine kleine Chaosphase, bis wir alle Patienten erfasst haben, gesichtet haben und bis dann klar ist, wer mit welchem Rettungsmittel in welche Klinik gebracht werden muss.